Hallo, hallo, guten Morgen. Ja, mal wieder ein Video von mir. Bei mir war es auch ziemlich turbulent die letzten Tage. Wahnsinnig viel Wunderbares ist passiert. Ich bin immer noch nicht ganz auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Ja, weil auch für mich sind so krasse Wunder, dass wir wirklich ohne Zeitverzögerung, hallo, guten Morgen, ja, dass wir ohne Zeitverzögerung kreieren können, dass wir wirklich das Universum, dass wir unsere Realität, dass wir unser Bewusstsein von jetzt auf nachher umkrempeln können, wenn wir das ganz klar entscheiden und einfach dafür gehen, volle Power für einen Wunsch zu gehen. Das ist unglaublich, was dann passieren kann. Ja, ich habe heute Abend um 20.13 Uhr ein Live-Coaching auch über Schwingung, negative Energien, wie ich das verändern kann. Das gehört ja alles dazu. Das gehört zum Kreationsprozess dazu, einfach überhaupt mal zu verstehen, was ist denn das? Was ist Schwingung? Wozu brauche ich Schwingung? Wie kann ich Schwingung? Jetzt geht's weiter, jetzt kann ich dich nicht mehr anschauen. Wozu brauche ich Schwingung und Energie und was ist das alles? Was bedeutet es im Kreationsprozess, in einem Universum, in einem Bewusstsein, wo alles nur aus Energie und Energie ist halt auch Schwingung. Ja, das ist ja eigentlich kein Unterschied zwischen Energie und Schwingung. Das erkläre ich alles heute Abend in einem Live-Coaching gratis auf Zoom um 20.30 Uhr. Viele haben sich schon angemeldet und ich freue mich riesig drauf, auch diese krasse Manifestationsgeschichte von meinem Sohn zu erzählen, die ein grandioses Beispiel ist. Ich werde euch auch dann noch ein paar Sneak Peeks in die Mastermind, die Frau, die alles hat, geben, ein bisschen davon erzählen, wie es dort aussieht, wie es dort abläuft, was dort passiert, was sich bewegt. Ja, damit du wirklich einfach mehr Glauben, mehr Vertrauen in dich als Schöpfer, in deine Schöpferkraft bekommst, weil das ist ja eigentlich das Einzige, was uns immer abhält. Diese, geht es wirklich so, geht es wirklich so? Und zu erkennen, es geht wirklich so, es geht immer so, es ist nicht zu stoppen, unsere Schöpferkraft. Wir sind als Schöpfer hierher gekommen und wir können alles haben, alles tun, alles machen, alles erleben in diesem Leben, was uns nur gefällt und was uns gefällt, ja. Und wir sind einfach so auf Autopilot programmiert, um Zeugs zu wiederholen und zu rekreieren, was uns nicht gefällt. Und jetzt ist es absolut an der Zeit, unsere Kraft wieder an uns zu reißen und unstoppbar, unaufhaltsam zu werden und zu sagen, jetzt gibt es ein geiles Universum und ich trete dafür ein, ich unterschreibe dafür, dass ich jetzt keine Scheiße mehr kreiere und keine Enge und keine Unterdrückung mehr, sondern absolute Freiheit, unendliche Möglichkeiten. Und jeder Einzelne muss das tun, weil jeder Einzelne lebt in seinem eigenen Universum. Und diese Kraft zu erkennen und euch zu zeigen, dass sie wirklich da ist und dass das Unmögliche möglich zu machen ist. Mein Sohn hat innerhalb von, das ist 20 Stunden, sein komplettes Leben verändert. Komplett. Alles war genagelt und gemeißelt, in Stein gemeißelt, scheinbar, unwiderruflich, scheinbar. Und er hat komplett ein anderes Universum betreten. Und das Geile ist noch, er hat sogar noch andere mitgenommen. Ich erzähle euch heute Abend davon. Es ist für mich auch noch irgendwo nicht ganz greifbar, dass es so schnell passieren kann. Ich wusste, es kann passieren, aber dass es wirklich sich im Außen so schnell zeigen kann, in meiner Realität, in meinem Leben, als ich Beweis, da muss ich mich auch noch ein bisschen dran hinarbeiten und sagen,
Ja, bei anderen zu beobachten und andere dahin zu coachen, dass es pam, pam, pam macht, die Realität wird eine andere, das weiß ich. Aber bei mir, bei meinem eigenen Sohn, das nochmal wirklich so krass zu erfahren und so schnell, vor allem in dieser Schnelle. Leute, das hat auch mein Leben wieder komplett auf ein anderes Blatt gebracht, wo ich weiß, es geht so schnell. Es geht alles, wir haben es in der Hand. Zeit ist alles relativ, Zeit ist menschgemacht, Zeit ist von uns gemacht. Eigentlich ist ja alles gleichzeitig, deswegen ist alles gleichzeitig zur Verfügung und deswegen kann sich alles von einem Moment zum anderen verändern. Deswegen gibt es Spontanheilungen, deswegen gibt es Menschen, die sich scheinbar in deinem Universum von einem Moment zum anderen in eine andere Person, in eine andere Version verändern. Und das haben wir alles im Griff. Wir machen das, wir Menschen, wir Schöpfermenschen, wir erschaffen unsere Realität. Und da reinzusteigen und zu sagen, ja, 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 obwohl im Außen alles so unfrei, alles scheinbar so unterdrückt, alles scheinbar so klein und unmöglich aussieht, im Innen diese Größe, diese Freiheit, diese Unbegrenztheit, diese Kraft, diese wahnsinnige Macht zu erfahren, das ist für uns Menschen so heftig. Das ist einfach etwas, was wir lernen müssen, wo wir uns dran tasten dürfen, aus dieser Beschränktheit heraus. Ja, sieh es so, als wie wenn du im Gefängnis aufgewachsen bist und plötzlich geht die Tür auf und man schickt dich raus in die große, weite Welt und du merkst, wow, 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 was ist da los? Genau das passiert jetzt mit uns Menschen. Und je schneller du da einsteigst und je schneller du dir dessen bewusst bist und je schneller du diese Regeln der Schöpfung erkennst, desto schneller bist du dabei, sag ich jetzt mal, bist du dabei im geilen Leben. Und es ist nicht bla bla bla, sondern jeder wird irgendwann mal mitgerissen werden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die einzige Frage steht noch, wie lange stehst du im Gefängnis mit offener Tür? Oder bist du die, die jetzt raustritt und sagst, yes, ich habe kapiert, dass die Tür offen ist. Dass mir das Leben, die Welt, das Universum zu Füßen liegt. Es ist Craziness. Ich weiß, wenn sich das so anhört für den logischen Verstand, es ist boah. Und ich meine, wenn ich das, was ich euch sage, meinem Sohn erklären muss, der 18 Jahre ist, ist es hartes Brot. Aber es funktioniert halt so. Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, lasst uns die Welt erobern. Es ist alles möglich, alles, alles, alles super, super schnell. Wie gesagt, heute Abend gibt es für alle diesen Gratis-Call, 20.30 Uhr. Den Link verschicke ich nur über private Nachricht, weil nur die Leute dabei sein sollen, die auch wirklich dabei sein wollen. Es ist ein riesengroßes Geschenk, wenn du dabei bist. Also melde dich einfach bei mir per E-Mail, per Messenger, was auch immer du findest. Ich werde deine Nachricht finden und dir den Link schicken. Yes, ihr Lieben. Also, dann sehen wir uns hoffentlich heute Abend. Tschüssi.